Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary und wir fangen damit an, indem ich erstmal gehe. Om nam 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 nam. Nein, ich bin nicht erst aufgestanden, das ist normal. Ja, wir sind hier im Radibecken und wir werden jetzt versuchen, Gegner irgendwie zu erschlagen, Punkte zu sammeln und versuchen dadurch zu gewinnen. Und ich bin am überlegen, ob ich mal testweise wieder irgendwas... Moment, das hat Mikro kurz geändert. Irgendwas abändere. Ich könnte wieder mit Seraphim Spaß haben. Könnte ich theoretisch, praktisch, weiß ich nicht. Ja, das ist die beste Kombination. Spinnen wir mal wieder rum. Oder? Soll ich? Ach ja, komm. Kann ich machen. Ist bestimmt auch lustig. Das heißt, wir brauchen das hier. 5 HP aufbauen und dann gib ihm. Aber mal so richtig. Leg gerade... Ob ich die Glyphe hier austauschen soll? Lass so gesagt immer gehen. So, ich merke, dass ich nicht gequatscht habe, weil würde ich wahrscheinlich nicht so oft gähnen. Gesellschaftlich kann es nicht sein. Unwahrscheinlich. Da haben wir jemanden, den wir kennen. Hallöchen. Die junge Dame kenne ich von Twitter. Müsste so sein, ne? Also nicht alleine hier. Oder doch? Ne, schauen wir doch. Gut, macht nix. Wir können die Gegner trotzdem erschlagen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch. Oh, da kommt einiges. Was ist mit unseren Leuten? Noch kommen sie mit. Ja, okay, gut. Wir können also schön in die Schlacht gehen. So. Schild an. Ich brauche HP, 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 HP. We need HP. Stunnen wir mal. Und jetzt kriegt er so. Oh nein! Gucken wir mal, ob wir ihm wehtun können. Heißt dann. Und bam. Sterb, sterb, sterb. Kriegt der es halt ab. Lustig ist es ja immer noch. Richtspruch drauf, dann. Der Hammer sieht cool aus, aber zu klein am Tauchen. Das ist wieder das übliche Problem bei mir. Der Hammer ist zu klein. Nicht auf andere Dinge übertragen, ja? Schmiede ist Ink. Schmiede ist Big Ding. Big Ink. Ist da überhaupt einer noch von uns? Oh ja, das sind einige. Oh, die haben immer noch umkämpft. Warum hat's das mal? Warum habe ich eigentlich das falsche Siegel drin? Das Totem Rex braucht keiner. Das Totem da greift mal an. Den greifen wir an. Den stunnen wir. Und zünden unsere CDs. In dem Falle, Seraphim. Und brettern ihm irgendwas rein. Hoffentlich kommt da genug rüber. Da kommt nichts rum. Dann gehen wir an den Decay. Schild können wir wieder erneuern. Okay, Pall kriegt einen Inline, kriegt einen Stun drüber. Wir preschen mal hier weiter. Kann eh nix. Ja, der kann wirklich nix. Deswegen kriegt er so den Stun drüber. Der hält zwar nur kurz, aber er wird sterben. Natürlich, ganz wichtig, mich noch vorher zu stunnen. Den CD hättest du dir sparen können. Da müssen wir jetzt nicht weiter bleiben. Ist da Ink? Nee. Da oben ist aber niemand. Ultra Magneta. Magneta vor allem.
Oh, wie sieht das aus? Boah. Die Spielweise ganz nett. Ah, was? Die war in Store. Urteil, na, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Da ist der Monk. Wir gehen aber an den Priest. Bleibst hier. Krieg ich nicht. Voll, kriegen wir ihn doch. 3, 2, 1, dann. Und bam. Ich will jetzt nicht die CDs dafür raushauen. So ist es mir nicht wert. Ja, das bleibt mich nur. Ist da nicht still. Kick's halt einen Kick. Oh, puh. Scheiße. Das ist too much. Too much. Und gleich mal. Da ist der Priest wieder. Und gib ihm. Okay, ist halt der Monk. Irgendjemand anders. Das ist der Priest wieder. Ah, da sind ja zwei. Okay, gut. Ich kann mir wenigstens einen umhauen. Was der Spaß da haben, was Schaden gemacht hat. Und wieder zurück. Okay, du kriegst einen Stun. Irgendeiner wieder was ins Gesicht. Oh, der Monk bietet sich an. Und so. Dann der Priest wird das. Mir auch recht. Brauchst gar nicht abhauen, Freund. Brauchst gar nicht abhauen. Gleich mal inline. Ja, das hat, glaube ich, nichts gebracht. Oh, nice. Irgendwas hat er abbekommen. Oder fällt er auch. Cool. Der nächste. Oh, nochmal 4. Wieder inline. Und. Wieder ein Stun. Kriegst du Bob. Jetzt auf jeden Fall wieder bereit. Kriegst du wieder. Ne, kein Inline. Wir penetrieren dich dann halt auf eine andere Art und Weise. Dann noch. Jammy. Komm, Carson, du kriegst einen Inline. Halten Stun, kommen wir nicht raus. Kriegst du nochmal einen dicken Stun hinterher. Ob ich, ja. Oh, Rogue, komm her. Scheiße. Nein, das wird nichts, wir sind nur zu zweit. Oh, den können wir umbauen. Oh, natürlich. Wird er geheilt und wieder weg hier. Lustig spielt es sich einfach, muss man fairerweise sagen. Boah, ich könnte ihn jetzt so auseinandernehmen. Ich aber nicht. Ich stun ihn einfach mal. Oh, die zimmern da auf sich ein. Cool. Können wir den umhauen, oder? Eigentlich Verschwendung, was ich gerade mache, aber ich habe da keinen da hinten rumzueiern. Killing spree. Double kill. Wall up. Shit. Wieder. Dispel, Dispel. Oh, du Wahnsinniger. Du kriegst einen Stun. Das muss ja nicht sein, mein Freund. Er wird sterben. Was soll der Ingl? Was soll der? Tio Mage, was ist dein Untergang? Oh, fu. Tja, das bringt dir nichts. Kriegst jetzt da und dann verreckst du. Inline kann ich nicht. Schild wieder aktiv. Dispel, Inline. Das
dann. Gehen wir raus. Hier weg. Oh, zum Schami, cool. Siehst du halt das Gesicht. Kannst du auch mitleben. Töten wir den aber einfach. Da war auch nichts. Wieder geheilt. Jetzt aber nicht mehr. Hallo Rogue. Oh, wollte ich mal langsam. Und zimmer dich weg. Was der geheilt wird. Ah, Mist. Wir heilen zu viel. Du kriegst uns dann. Ich denke nicht, dass du da meine Leute verprügelst. Da legst du aber nicht drauf an. So einfach. Natürlich, der nächste Grip. Oh, fickt euch doch mal ins Knie, Leute. Stehen wir halt, da sterben wir halt wie ein Mann. Nicht so wie ein Schurke. Hm. Geht's ja schon ab. Nach den Zahlen so gucken. Ist ja echt, man ist ja neugierig. Der Hammer natürlich. Der Hammer macht's. Also viel absorbt dabei. Das ist natürlich doof. Das sieht man die richtigen Zahlen nicht. Aber jetzt haben sie den weggenommen. Schön. Müsste doch ordentlich sein. Oh ja, 26 kW. Es ist lustig irgendwie. Aber ich müsste wieder Fall of Mastery gehen und dann hätte ich wieder. Ja, Damage from Hell. Ich erinnere mich nur an die bald 200 kW, die da so ein Priest abbekommen. Ist der komplette Zwerg dann jetzt, ne? Mal schauen, dass das nochmal. Wir brauchen hier Leute. Hier unten zu viel. Oh, jetzt kommen sie alle wieder. Oh, mit Wings sogar. Ja, natürlich zieht sie mich durch. Und ich werde sterben. Oh nein, doch noch nicht. Cool, danke. Oh, jetzt hat er mich. Mit was hat er? Ach, das war ein. Ha, der Mage sogar. Ha, ganz schön Mom. Doch schon Kills? 3 sogar nur. Wo sind die anderen Reds eigentlich? Okay, wer wartet alle unten? Ach, ich müsste echt mal wieder. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir schon Power Seals. Ich finde es so schade, dass der Effekt und so weiter weggeht. Ich hätte irgendwie gern was, was dann, keine Ahnung, dauerhaft wäre. Das ist schon cool. Halt. Habe ich dann. Schild wollte ich, genau. Keine Bob verteilen. Was ist das? Oh Gott. Deswegen. Stirbt eh. Oh, da kommt was. Ich muss Fett-Pet vieren.
weiß nicht, was der hier vorhat. Übernimmt sich dezent. Scheiße. Ja, Hauptsache habe ich nochmal leer gepurcht. Scheißvieh. So, das sind die alle da. Was haben wir? Haben wir Mine? Wir haben Mine, aber wir haben das nicht. Ich denke, ich mal hochgehen und gucken, ob wir das Ding tappen können. Doppel fehlt, Wings sind bereit. Oder nicht? Ja, er hat mich gesehen. Und der andere auch. Da du Vollhorst jetzt alles rausgeballert hast, zerpflück ich dich jetzt. Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab Burst ab und der Grip mich ist ver... Also, Entschuldigung. Ich mache ja schon Quatsch, aber das ist ja dumm. Das war ja wirklich dumm. Weil er wäre so oder so gestorben, aber er grippt mich nochmal zusätzlich ran. Jetzt bleiben wir aber auch mal ein bisschen hier. Kommt nix. Jetzt ist natürlich der große Burst weg. Weg. Der ist weg. Pusht er mich nicht. Große Burst ist weg. Verschwinde, große Burst ist weg. Weg. Ist aber, kann ich jetzt. Och. Mein Weg kriegst du hier beim Bäcker. Weg. Zwei weg, bitte. Für die, die es nicht wissen, das sind Brötchen. Aber das hat man sich wahrscheinlich jetzt denken können. Das war so geil. Ich habe ja mal Fußball gespielt. Da hat einer. Ich glaube, das war. Weiß nicht, ob es von uns war oder vom Gegner gesagt. Das war. Freischuss oder irgendwas vorm Tor. Also, oder. Am 16er, am Eck. Da wurde dann gesagt, da hat einer gesagt, weg, weg. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War ein Feldspieler gewesen. Und da hat der Schiri gepfiffen. Dachte, weg gibt's beim Bäcker und gibt die rote Karte. Die Gesichter hätten wir mal sehen müssen. Von jedem. Selbst die Gegner schon spielen so. Hä? Was war denn das? Das war B-Jugend oder C oder B-Jugend. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war schon B-Jugend. Das war unfassbar. Weg gibt's beim Bäcker und gibt die rote Karte. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Früher hat man eigentlich mehr Leo gesagt. Ja, damit halt keiner reingeht, weil jeder, also damit die Mitspieler nicht an den Ball gehen, weil sie wissen, okay, da ist jemand, der hat den definitiv und dass ich nicht irgendeiner dazwischen schmeiß oder als Torwart, hat man gerufen Leo und dann, wenn man den Ball definitiv dann fängt oder hat. So rauslaufen. Das sind zwei Mitspieler und alle drei würden gewonnen zum Ball gehen und dann ruft man Leo. Oder hat man früher mal Leo gerufen, weil man ihn definitiv hat und dann gehen die Mitspieler auch so nicht dran. Nicht, dass sich alle drei irgendwie anspringen, zu Boden gehen und ja. Dann verletzt sind unsere Geschichten. Und ist ja unnötig. Gut, okay, das war dann mal wieder eine Runde mit Seraphim und Heiliger Rächer. War wie immer ganz spaßig, aber irgendwie. Ja, weiß nicht. Hat doch was gefehlt irgendwie. Und bei dem DK, ach gut, der habe ich auseinandergezimmert. Kanon-Hit war das wahrscheinlich in dem. Durch den ganzen Absorb sehe ich jetzt halt nicht so wirklich den Damage. Weil er ist wahrscheinlich schon höher als hier 45k Urteil. Naja, gut, okay. Ist ja auch egal. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in den Kommentaren, Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin. Tschüss.